In diesem Video zeige ich eine einfache Art, durch einen Array zu loopen. Zuerst, was ich schon habe, eine Variable myArray. Ich weise ihr als Wert einen Array zu, der enthält Zahlen und Zeichen. Und dann schreibe ich einen Loop, der eine Iterationsvariable initialisiert mit dem Wert 0, die Bedingung aufstellt, dass solange diese Variable i kleiner ist als die Länge des Array, solange werden Iterationen gemacht und nach jeder Iteration wird 1 zu i hinzugezählt. Und dann wird i als Index verwendet, um einen Wert aus dem Array herauszunehmen bei jeder Iteration. Wenn ich das ausführe, wird ein Wert in die Konsole geschrieben, der Reihe nach. Jetzt zur Erinnerung, wie das in Python aussehen würde. Hier zwischen Kommentarzeichen. For hello, hello wäre die Iterationsvariable. In my array, Doppelpunkt und dann Einzug, print hello. Und dann steht hello jeweils für ein Element in der Liste. In JavaScript gibt es etwas ganz Ähnliches, mit einem wichtigen Unterschied. Also erstens brauchst du in JavaScript auch diese runden Klammern. Das Console.log-Statement werde ich kurz auskommentieren. Du brauchst diese runden Klammern und dann eine Iterationsvariable. Ich nenne sie auch hier hello. Aber in JavaScript musst du schreiben let, um zu sagen, dass das eine Variable ist. Und dann der wichtigste Unterschied, es heißt in JavaScript of und dann der Array. Und dann können wir schreiben, statt den Index zu verwenden, direkt die Iterationsvariable. Also sehr ähnlich wie in Python, aber of und nicht in. Python lösche ich mal und ich lösche auch den Inhalt der Konsole und drücke auf Play. Und du siehst, die Werte werden in die Konsole geschrieben. Das ist eine sehr einfache Art, so einen Loop zu definieren, aber das ist limitiert auf Arrays, funktioniert nur mit Arrays. Und es ist extrem wichtig, dass du off schreibst und nicht in. Wenn du ab und zu zwischen Python und JavaScript hin und her wechselst, passiert es sehr schnell, dass du in schreibst und in verhält sich nicht gleich wie off. Es kann sein, dass es trotzdem ein bisschen funktioniert, aber in der Regel kommen mit in viel mehr Elemente aus dem Array, als du eigentlich gedacht hast. Also es sind dann vielleicht nicht 6 Elemente, sondern viel mehr, weil auch unsichtbare Eigenschaften eines Array mit berücksichtigt werden. Also aufpassen, dass hier immer off steht, dass du let vor die Iterationsvariable schreibst und dass du runde und geschweifte Klammern verwendest.